Rita, die Post war da. Yeah. Und zwar ein stylisches so ein Gerät. Was? Ist was rausgetropft? Na, wer weiß es? Wer weiß es? Ich habe nämlich einen neuen Vergaser bestellt. Und zwar ist der für meinen Quad. Und da hat nämlich mein Vergaser immer Probleme bereitet. Beziehungsweise der ist auch falsch rum. So rum muss er ja. Genau. So. Der war irgendwie, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Der zieht nicht mehr richtig durch. Der Quad zieht nicht mehr richtig durch. Das Quad zieht. Jetzt sicher ganz unten. Das Quad zieht nicht mehr richtig durch. Und dann habe ich den Vergaser gereinigt. Auch alles soweit tutti. Aber irgendwie wollte der nicht so wie ich will. Oder will der Vergaser immer noch nicht so wie ich will. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ein neuer Vergaser mal eben 400 Tacken kostet. Ich aber keinen Bock hat, mir jetzt einen neuen Vergaser zu kaufen, weil mir das echt zu teuer ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach einen gebrauchten und habe dann bei eBay Kleinanzeigen einen für 80 Euro habe ich eingefunden. Hinzu kommt noch, dass ich mich in den letzten Tagen mich einfach nur um die Licht um die Kaffeemaschine gekümmert habe, denn unser Vollpfostenautomat, unser Kaffeevollautomat, der hat nämlich nicht den Geist aufgegeben, sondern das Ding pumpt einfach nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr so wie soll. Jetzt habe ich nach 3 Tagen mehrmals auseinander machen und zusammenbauen rausgefunden, dass wahrscheinlich die Pumpe einfach zu wenig Druck liefert, dass deswegen kein Kaffee oder kein Wasser ankommt, weil da irgendwie 9 Bar Druck drauf sind. Das ist schon eine ganze Menge. Die Pumpe und so, das ist auch gar nicht so teuer, das ist alles halb so wild. Alles völlig im Rahmen. Ach, ich bin schon wieder verschwunden. Mal wieder Licht machen hier. Und jetzt warte ich auf die Teile auch noch, dann kann ich die Kaffeemaschine zusammenbauen und ich hoffe, dass es dann der Fehler gewesen ist. Und dann hat mir noch der Jonas geschrieben, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt. Hallo Pommesmail, mein Name ist Jonas, ich habe jetzt keine Frage, sondern eher einen kleinen Tipp. Bei deinem heutigen Video bist du mit dem Smart gefahren und die Frontscheinwerfer sahen sehr milchig aus. Probier es mal mit Zahnpasta zum Polieren. Kurioserweise ist es nur der eine Scheinwerfer, weil der Wagen wahrscheinlich mal mehrere Jahre immer zur Hälfte auf der Sonnenseite gestanden hat, so ungefähr. Dann sehen sie fast wie neu aus. Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Den einen Scheinwerfer, der blind ist oder der milchig ist, den habe ich schon mal mit Zahnpasta behandelt, ist das kurioserweise. Ist auch besser geworden, ist aber leider nicht ganz gut geworden. Weiß ich gar nicht jetzt, ob ich das nochmal machen sollte oder hatte ich eine falsche Zahnpasta? Nee, eigentlich eine ganz normale. Ich weiß ja, dass mit der Zahnpasta den Trick, ich weiß nicht, ob den einer kennt, die meist neueren Fahrzeuge, also sprich jetzt nicht mal ein Panzer, der Glasscheinwerfer, die günstigen, nee, nicht günstigen Autos, sondern die neueren Fahrzeuge generell oder Modelle, PKWs, die haben Plastikscheinwerfer und wenn die milchig sind, dann kann man die mit Zahnpasta wieder zum, ja nicht zum Glänzen, zum Strahlen kriegen, sondern kann man die wieder klar bekommen und das liegt nämlich daran, dass in der Zahnpasta diese Mikroschleifmittel sind, die auch in die Zähne da gut sind und deswegen habe ich das mal gemacht, hatte wahrscheinlich aber, ich habe eine normale Zahnpasta ich genommen, ich weiß gar nicht, ne, aber wie gesagt, ist besser geworden, aber nicht ganz hundertprozentig und dann muss ich noch 2 Reviews vorbereiten und zwar einmal läuft ja dann immer noch das Review zu meinem Fitnessarmband und zum zweiten habe ich noch ein Review noch in der Pipeline, was ich auch noch machen muss und zwar für mir die neue VR-Brille. Das Ding muss ich mir auch noch fertig machen. Habe ich schon getestet und auch für gut befunden, mache ich aber alles nächste Woche, denn heute habe ich irgendwie keinen Bock mehr irgendwas zu machen. Deswegen gucke ich jetzt einfach noch ein paar Vlogs. Das ist hier zum Beispiel Mario Thiel, der finde ich auch ganz cool. Der lohnt sich auch mal zu gucken. Zumindest für Leute, die auf Bart stehen oder da macht es auf jeden Fall Spaß und ist Wochenende. Nichts los, draußen ist kalt, schneit, dunkel. Oh, süße Spion. Ich mache Reisevideos, die mir die Welt zeigen. Was ich noch gerne gucke, sind Reisevlogs, finde ich auch total genial. Und zwar habe ich hier einmal den Sunnyside. Den gucke ich ganz gerne. Dann habe ich noch, ich muss mal eben hier rumswitchen in meinen Abos. Genau, wen habe ich denn noch? Dann habe ich noch hier Halver TV. Aber erstmal zurück zu Sunnyside. Sunnyside war, wo war der denn letztens noch? Der war in Südostasien. Oder wo war das genau? In Thailand auf jeden Fall. War das Thailand? Och, die Kamera schief. Und Halva, der war nämlich in, wo ist er denn hier? Meint, gucken, Sekündchen. Der war nämlich auf Sri Lanka. Und das ist auch ganz geil. Beziehungsweise das war sehr geil. Moment. Und die könnte ich mir wirklich stundenlang angucken, denn Reisevlogs
die finde ich sowas von interessant. Vor allem, dass die Leute einen da mitnehmen zu Orten, wo man wahrscheinlich selber nicht so häufig hinkommt oder wahrscheinlich nie in seinem Leben. Das finde ich deswegen finde ich ganz geil. Ich gucke natürlich auch Casey Neistat hin und wieder mal. Ist wahrscheinlich eher Pflichtprogramm bei den ganzen Vloggern. Ich gucke aber auch ganz normale Leute. Und zwar gucke ich auch ganz gerne, oder beziehungsweise, jetzt muss ich mal echt was sagen. Und zwar zu Gilly. Ich weiß nicht, ob ihr Gilly kennt. Moment, ich mach mal Gilly an. Sekündchen. Fängt mit Katzen an. Moment, ein bisschen Großbild machen hier. Switchy. Und mal ein Stück vor. Und zwar ist Gilly ist Vlogger aus Berlin. Und am Anfang fand ich seine Vlogs, sorry Gilly, die fand ich am Anfang wirklich ist aber im Prinzip auf, weil du wahrscheinlich noch gar nicht vlog-technisch erfahren warst. Aber die sind jetzt mittlerweile richtig gut geworden und die Qualität ist auch richtig geil geworden. Hat er mich letztens nämlich über Twitter nämlich noch gefragt, warum meine Qualität, weil er auch die G7X, glaube ich. Ich glaube, der verwendet dieselbe Kamera wie ich. Warum er auf einmal jetzt, oder warum ich ein besseres Bild habe wie er so ungefähr. Ich weiß nicht, er filmt natürlich auch mit einer anderen Kamera. Aber unterwegs hat er dann halt eben teilweise die auch bei und hatte mich dann gefragt, was ich denn gemacht habe. Leider schneide ich unter Linux und kann ihm unter iOS nicht wirklich helfen, weil er, glaube ich, in iMovie schneidet und habe ihm dann geschrieben, dass er da auch einfach mal in seinen Einstellungen ja mal gucken oder mal fummeln soll. Da kriegt er mal was hin. Auf jeden Fall das neueste Video, alter Schwede, Deluxe-Qualität, aber vom Feinsten. Morgens, ich habe kein bisschen geschlafen und wir machen uns jetzt auf den Weg, um jemanden Besonderen zu besuchen. Und das ist der Felix, nämlich Felix Bar, den gucke ich auch ganz gerne, beziehungsweise der hat zwei Kanäle, und zwar einmal Felix Bar, den ganz normalen Kanal, da macht er Technik-Sachen. Die interessieren mich jetzt nicht wirklich immer, weil ich auch nicht immer das neueste iPhone haben muss. Finde ich aber super gemacht oder auch sehr qualitativ, sehr hochwertig gemacht. Und sein privater Kanal ist hier Rumpelkiste, die gucke ich allerdings sehr, sehr gerne, weil es nämlich schöne, viele private Vlogs sind. Davon sollte es echt mehr geben. Also man muss also nicht immer nur Casey Neistat gucken. Nein, es gibt auch im deutschsprachigen Raum sehr gute Vlogger, die gute Sachen machen, und ich kenne wahrscheinlich auch nur so ein Stück nur von guten Vloggern bezüglich generell der Videos, die ich mal gucke. Ich verlinke die alle mal in der Videobeschreibung. Wer Bock hat, kann den Leuten ja auch mal folgen und sich da mal durch die Videos quälen. Es gibt mit Sicherheit Videos, die nicht alle mögen, aber muss man ja auch nicht. Jeder hat ja so seine eigene Zielgruppe. Ja, sonst gab es heute leider nichts Weltbewegendes mehr, weil, wie gesagt, Wetter scheiße, alles scheiße. Irgendwann hatte mich auch gefragt, was ich für eine Dampfmaschine habe. Und zwar ist das der iStick. Ist das? Den habe ich mir nicht in Pink geholt, sondern der sollte eigentlich für Beagle sein. Aber die kommt von der normalen Zigarette irgendwie noch nicht los. Deswegen habe ich den jetzt einfach übernommen, weil ich den geil finde. Ich hatte nämlich vorher diesen anderen Dampfapparillo. Vorher hatte ich nämlich von iTaste die VTR. Das ist hier so ein Gerät, so Modell Ziegelstein. Ist mit wechselbaren Akkus, das Ganze. Oh, gar kein Akku drin gerade, sehe. Und ja, ist von der Größe her vergleichbar. Oder beziehungsweise die VTR ist größer als der iTestic. Der hat aber mehr Akkuleistung, deswegen nehme ich diesen hier zurzeit, weil der auch noch ein bisschen handiger ist. Der passt noch besser in die Tasche. Und dieser hier, der ist echt richtig schwer. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gramm das sind, aber Gefühl sind es 500 Gramm, das ist auf jeden Fall höllisch schwer, das Ding. Beide sind variable VV-Träger, das heißt, man kann sie also logischerweise noch in der Voltzahl und in der Ohmzahl hier oder in der Wattzahl noch einstellen. Und damit komme ich locker 2 Tage mit hin. Mit diesem hier reicht es gerade mal einen Tag, weil ich hier halt eben nur einen Akku reinstecken kann. Hat natürlich auch mal einer gefragt, wo ich das her habe. Und dieser iStick, der gefällt mir echt sehr gut, auch mit diesem kleinen Tank hier oben drauf, passt da super. Komme ich locker einen halben Tag mit hin und habe dann ja noch genug zum Auffüllen. Heute mal nur so ein paar Antworten oder Frage-Antwort-Spiel, die ich bekommen hatte über Dingens. Und wer noch eine Frage hat, kann sie ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, das war es im Prinzip für heute. Ich hoffe, ich konnte mal ein paar Fragen beantworten und ein paar Dinge klären. Und ja, nichts Tolles passiert, aber ihr kennt das. Im nächsten Vlog wird es mit Sicherheit besser wieder. Und ja, es warten ja noch ein paar interessante Dinge. Also jetzt ist erstmal Wochenende und ciao.